stehe hier nicht im Schilf, sondern bei der Hirse. Sind richtig schöne Kolben geworden. Die Mohrenhirse. Richtig toll. Noch haben es die Vögel zum Glück nicht gefressen. Deswegen werde ich die heute auch noch ernten. Ha, die Sonne kommt schon durch. Wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Gramm oder wie viel Kilo die Hirsekolben hier auf die Waage bringen werden. Ich habe ja zwei verschiedene Sorten hier. Einmal diese Mohrenhirse, dunkel, wunderschön, schwere Kolben, da hängt richtig viel dran. Und diese Rispenhirse, auch schön. Ich werde dann mal die ganzen hier abmachen und dann euch zeigen, wie unterschiedlich die Körner aussehen. Und es hängt noch jede Menge Rest drin. Hier, da, hier kann man es schön sehen. Das lasse ich für die Vögel stehen. Warum fällt immer die Kamera um? Oh, jetzt kommt gleich die Sonne, ja. Da schaut mal her. Mögt ihr Hirse? Hm? Put, 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 put. Da. Hm? Ist das was? Alle, hab. Hier in unserem Grundofen, da trockne ich neben der Chili auch noch so ein bisschen Quittenbrot und die Hirse, damit die ordentlich durchgetrocknet ist. Das ist wichtig, bevor man sie mahlt. Die Frage ist jetzt aber, wie kriege ich die Körner von der Pflanze runter? Ja, normalerweise werden die gedrescht. Das heißt, sie werden auf den Boden gelegt und dann mit dem Dreschflegel, das ist so ein schweres Holz, bearbeitet, fallen die Körner raus. Bei der wenigen Menge hier mache ich es mir einfacher. Da mache ich es von Hand. Das geht bei den Hirsen ganz gut. Einfach hier so abrebeln. Geht von Hand ganz einfach. Und auch bei den schwarzen Kolben hier, bei der Mohrenhirse, funktioniert das ganz gut. So, jetzt habe ich aber noch ein Problem. Die ganzen Körner, die stecken noch in einer Schale drin. Und da müssen sie raus. Hier kann man es schön erkennen. Hier habe ich mal zwei Körner befreit. Einmal das hier ist das Korn von der Mohrenhirse, da die Schale. Hier das Korn und da die Schale von der Riesenhirse. Aber weil ich die Körner nicht alle so einzeln von Hand befreien kann, habe ich mal ein bisschen im Internet recherchiert. Man findet so gut wie nichts. Fast alle haben irgendwelche Maschinen. Und so habe ich jetzt auch eine. Meine Getreidemühle. Und damit versuche ich es mal. Getreidemühle ist nichts anderes wie ein dicker Motor. Hier drin arbeiten zwei Steine. Der eine wird gedreht und mahlt, damit das Korn, das dazwischen rieselt. Das Korn wird hier oben eingefüllt. Und hier unten in der Schublade, da soll, wenn es richtig läuft, das Mehl rauskommen. Hier kann man die Stärke einstellen, also der Abstand zwischen den Steinen, wie stark das Korn gemahlen wird, wie fein. Ich mache das so weit wie möglich auseinander. Ich will ja kein Mehl hier erstmal haben. Ich will nur, dass die Spelzen runtergehen vom Korn, dass sich das trennt. Ich kann erkennen, da ist Mehl drin, ist also noch viel zu fein eingestellt, aber getrennt von der Schale ist es auf jeden Fall. Und um so ein Mehl dann zu sieben, dafür gab es ja, solche Siebe hier. Ich habe da so ein ganz altes, es besteht aus zwei Teilen
kann man zusammensetzen. Unten fällt das Mehl rein. Das hier unten ist sogar noch Haut oder Leder, ganz dünn. Da fällt dann das Ergebnis rein. Hier oben ganz feines Sieb. Oder man hatte auch verschiedenste Maschenweiten hier einfach, um die unterschiedlichsten Mehltypen herzustellen. Hier habe ich noch mal eins, ein ganz kleines, wunderschöne alte Siebe. Die sind so klasse. Aber für meine Bedürfnisse reicht auch so ein einfaches Haushaltssieb. Übrig bleiben die Spelzen. Aber im Moment will ich ja gar kein Mehl herstellen, sondern die Körner der Hirse haben. Deswegen werde ich jetzt erstmal die ganze Hirse hier runterdreschen von Hand. Ihr seht, das geht schnell und einfach. Und weil die Körner so ein bisschen rumfliegen, mache ich das lieber draußen. Die, die daneben gehen, davon haben die Vögel was. Ich werde die Körner trennen in die dunkle Mohrenhirse und die hellere Rispenhirse. Einfach mal, um zu schauen, gibt es da einen geschmacklichen Unterschied oder in der Verarbeitung. Und entsprechend dann nächstes Jahr mehr oder weniger von der einen oder anderen anbauen. Schaut mal, was für dicke, fette Kolben das sind. Klasse. Also so rein von der Ausbeute her finde ich das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Fertig. Hier habe ich mir vor kurzem ein Gartensieb gekauft. Die Dinger sind richtig gut, kann ich euch nur empfehlen. Die bestehen aus Holz und ein bisschen Metall. Maschenweite ist hier 4x4. Millimeter. Und das werde ich benutzen, um hier mal die gröbsten Sachen rauszusieben. Man sieht, es hat noch so ein bisschen Ästchen dran. Ist auch ganz gut, wenn man es dann mit der Hand rüberreibt, dann trennen sich noch mal die Ästchen von den Körnern. Packen wir es mal auf die Waage, was wir so ungefähr geerntet haben. 200 Gramm, 300, 400, 450, 470, 480, 490, knapp 500 Gramm. Die Körner werde ich jetzt durch die Mühle jagen und versuchen, die Steine so einzustellen, dass sie optimal das Korn greifen können und den Spelz abreiben. Das Ergebnis gefällt mir schon ziemlich gut. Die hellen Punkte, die man da sieht, das sind die aufgebrochenen Körner. Sie sind angebrochen, ja, das macht aber gar nichts. Und die dunklen, das sind die Schalen der Körner, also die Spelze. Weil es nicht von alleine durchrieselt, stochere ich hier so ein bisschen nach. Bevor ich weitermache, werde ich jetzt versuchen, hier
die Spreu vom Weizen zu trennen, die Spreu von der Hirse. Dazu wäre es eigentlich gut, wenn man ein bisschen Wind hätte, haben wir aber nicht. Das Ganze wird in die Luft geworfen. Der Wind soll das Feine, das Leichte, also die Spelzen, wegtreiben. Die Körner, die fallen wieder nach unten. Ich versuch's mal mit Pusten. Geht leider nicht, dazu ist ein bisschen Wind nötig. Deswegen werde ich den Rest jetzt mahlen und dann auf Wind warten. Ja, man könnte natürlich auch einen Föhn verwenden oder ein Gebläse. Habe ich aber nicht, deswegen warte ich auf Wind. Ich habe ja Zeit. Ja, ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, so eine kleine Aufstellung zu machen hier mit einem Ventilator und einer Box und meinem Korn. Ich habe hier ein Stück Schafwolle, man sieht das Prinzip, ich lasse es fallen und das Ganze soll hier das leichte Material über die Box rausgeschleudert werden, gepustet werden und das schwerere Korn fällt in die Box. Probieren wir das mal aus. Ich drehe die Box um, denn dieser Ventilator ist viel zu schwach, sehe ich gerade. Aber so ein bisschen pustet er dann doch. Jetzt habe ich den Ventilator mal höher gestellt. Ich stelle mir zur Sicherheit noch eine zweite Box auf, falls zu viel von dem Korn rausgeblasen wird, dass ich das noch auffangen kann. So sieht mal das erste Ergebnis aus. Hier mal schön das Korn getrennt. Natürlich sind noch viele Spelzen drin. Den Vorgang muss man ein paar Mal wiederholen. Und hier in Korb Nummer 2 wenig Spelz. Nein, viel Spelz, wenig Korn. So ein paar ganz kleine gebrochene, aber das ist nicht der Rede wert. Will ich doch mal wissen, was übrig geblieben ist. 200, 300, oh, schon zu viel. Ja, ich sehe schon knapp unter 300 Gramm, das ist nicht viel. Ja, und die schwarzen Körner, die man jetzt noch hier drin sieht, das sind ja, Körner, die nicht vom Spelz getrennt wurden. Kann man hier schön erkennen. Das heißt, die Mühle ist einfach noch zu grob eingestellt. Da muss ich noch mal durch. Also die Mühle einfach noch mal ein bisschen justieren, feiner stellen und das Korn noch mal durchjagen. Jetzt mahle ich mir die Hirse, um daraus einen Hirsebrei zu machen. Die Hirse, die mahle ich jetzt relativ fein, nicht so fein wie ein Mehl, aber relativ fein. Das heißt, ich habe jetzt hier Stufe 7 gehabt, gehe jetzt zurück im Uhrzeigersinn
Das ist das Geräusch, wenn sich die beiden Mahlsteine berühren, sollen sich nicht berühren. Gehe ich also wieder zurück, also Mahlstufe 2 probiere ich mal aus. Man hört schön, wie das Getreide durchrieselt, durchgemahlen wird. Schön. Mhm. Schaut doch super aus. Feuer brennt. Milch kommt auf den Herd. Gewürzt wird mit Sternanis und ein bisschen von der Zimtstange, dann streiche ich mir einfach hier so ein bisschen was ab. Auch das kommt in die Milch. Und ob die Milch heiß ist, testet mal einfach so, kleinen Finger kurz rein. Ja, die ist heiß. Dann gebe ich meine gemahlene Hirse dazu. Das mache ich nach Gefühl, bis es die Konsistenz hat, die ich gerne mag. Ich mag es immer ein bisschen flüssiger. Das dauert aber immer ein bisschen, die muss ja auch quellen. Jetzt merke ich schon, wie es dickflüssig wird. Schaut her. Ah, wunderbar. Dann kommt Honig mit rein zum Süßen. Ihr könnt auch normalen Zucker nehmen, aber ich nehme mir hier so einen Löffel Honig. Das mache ich, wenn das Ganze so ein bisschen abgekühlt ist, dann bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe vom Honig erhalten und gehen nicht kaputt. Hier sieht man noch mal den Sternanis und den Zimt. Das isst man natürlich nicht mit. Das soll nur den Geschmack an den Brei abgeben. Das ist was ganz Gutes. Und was da jetzt auch noch super reinpasst, der Abrieb von der Zitrone. Das ist so ein Geschmack. Damit koche ich total gerne Abrieb von der Zitrone mit so einem Werkzeug hier. Habt ihr sowas in der Küche? Wer gerne kocht, braucht es. Ich verlinke es euch unter dem Video. Ganz tolle Sache, egal ob für Knoblauch, für sowas oder auch für Ingwer. Perfekt. Hier natürlich nur unbehandelte, zum Schale, zum Verzehr geeignete Zitrusfrüchte verwenden. Und das auch noch mal mit unterrühren. Ihr seht, das ist bei mir recht flüssig, so mag ich das. Wenn ihr das fester wollt, einfach ein bisschen mehr Hirse rein. Jetzt habe ich es mir in ein Schälchen abgefüllt, so schaut es jetzt aus. Jetzt wird es mal verkostet. Oh, ist das gut. Man schmeckt so ganz leicht den Sternanis und den Zimt. Ist nicht im Vordergrund, das ist wichtig. Die leichte Süße vom Honig und die Hirse ist spitze. Kann ich euch nur empfehlen. Macht es nach. Es lohnt sich. Hirse wird auf jeden Fall wieder in den Garten kommen bei mir. Bestellt euch Hirsesamen, kostet wenig. Und der Ertrag ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ihr könnt es auch einfach nur als Zierpflanze anbauen. Es sieht so schön aus. Wenn ihr es nicht verwerten wollt, lasst es stehen. Die Vögel freuen sich. Oder wenn ihr Hühner habt, auch für die Hühner ist es super. In der Hirse ist außerdem sehr viel Eisen drin. Also ist gesund. Fantastisch. Macht's nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst, ich freue mich immer sehr über einen Daumen rauf von euch. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Tschüss.